Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Survival Ascendant. So, wir haben in der ersten Folge uns eine kleine Bude gebaut. Es war ein ganz guter Start, kann man echt nicht anders sagen. Wir sind voll gefuttert, wir sind voll getrunken. Unser Inventar ist mehr oder weniger leer. Wir können noch gerade hier das Fleisch reinschmeißen. Die Kohle nehmen wir raus. Wir brauchen, glaube ich, neue Kisten. Ne? Wir können nichts transferieren, oder? Doch, ein bisschen konnten wir transferieren. So, das schmeißen wir noch da rein. Wir brauchen auf jeden Fall neue Kisten. Nochmal Herstellung. Kisten, Kisten, Kisten. Holz, Fasern, Stroh. Fasern, Holz, Stroh. Herstellung. 1, 2, 3. 3 Kisten und dann sparen wir hier aufs Bett. Dafür brauchen wir halt jede Menge Leder. Wir haben erst 7. Und wir haben wieder ein Level up. Das ist gut. So, kann das nochmal darüber. Die Kisten legen wir da unten hin. So. Stellen wir noch eine Enable Snapping. So. Eine dahin. Und eine würde ich mal da, oder warte mal, das Bett würde, ich hoffe das Bett passt hier rein. Ich glaube ich mache die Kisten mal hier hin. Den Snapping ausschalten. Und die andere, ich stelle mal da oben drauf. So. Dann kann man die auch umbenennen, die Kisten. Holz. Und Stein. Dann nehmen. So, genau. Dann nehmen wir mal hier alles raus, was da nicht reingehört. Ich hoffe, wir kriegen das alles mit. So, das ist alles Holz, also Stroh und Fasern, Holzkohle zähle ich da noch mit zu. So, das ist die Steinkiste, ne? Genau. Da kommt dann das rein und das. Und dann machen wir hier, machen wir mal allgemeines. Da würde ich mal das Chitin, das Öl und das Leder reinmachen. Und hier oben, da machen wir mal wertvoll oder sowas, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht, ich habe da keine Sortierung bisher. Da machen wir auch mal das Metall rein und hier die eine Axt, die wir noch haben, wobei wir die Axt eigentlich mitnehmen könnten. Können wir damit zwischendurch noch ein bisschen was, noch ein bisschen länger Ressourcen kloppen. So, wir haben mal wieder einen Punkt. Ich würde sagen, wir setzen den auf Gewicht. Dann haben wir hier 16 Engram-Punkte. Damit können wir jetzt den Parasaurus-Sattel freischalten. Ah ne, wir brauchen den Bogen, ne? Benötigt die Steinschleuder. Bauplan Bola, Waffe. Wo ist denn? Ach, da ist die Steinschleuder. Ja, die taugt nicht viel. So, jetzt fehlt uns ein Punkt für den Bogen. Okay, dann heben wir uns das auf. Weil der Bogen ist super wichtig am Anfang. Der macht einfach richtig Schaden. Und damit können wir dann auch relativ gut mal einen Raptor oder sowas abwehren. Vorausgesetzt, wir sehen ihn früh genug. So. Holen wir noch ein bisschen Holz und sowas mit. Man levelt ja relativ fix am Anfang. Das geht ja relativ gut. Komme ich denn hier hoch? Ah ja. So. Vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr gerne mehr von Ark sehen wollt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir testen es jetzt einfach mal an oder ich teste es mal an. Machen wir ein paar Folgen. Wir schauen mal, was ihr von dem...
Hat da was gekrummelt? War wahrscheinlich nur der Baum, der umgefallen ist noch. Ich teste es jetzt mal an und bin mal gespannt, was ihr so von dem Spiel haltet. Was ihr so dazu sagt. Jo, das ging in die Hose, ne? Aber ist nicht schlimm. Meine Hose hält das aus. So. Aufpassen, da unten war irgendwann letztens ein kleiner Raptor. Gehen wir mal nochmal Stein besorgen. Den werden wir auch bald brauchen. Fliegt erstmal das ganze Ding auseinander, ey. Krass. So, holen wir uns noch Feuersteine mit. Die brauchen wir nämlich dann bald für Pfeile. Langsam dunkler, ne? Hab ich so den Eindruck. Kann das sein? Ich glaube, der Tag neigt sich dem Ende zu. Unser Inventar ist auch mehr oder weniger voll. So. Wir können schon nicht mehr laufen, weil wir voll beladen sind. Also gehen wir mal nach Hause. Schauen wir mal gerade hier in die Kiste hier nochmal rein. Die ist leer. Inventar öffnen. Kiste aufheben. So, sehr gut. Ein Level Up haben wir jetzt nicht, ne? Aber fast. Fehlt nicht viel. Okay. So, können wir hier noch was rein transferieren an Bären? Wieso? Letztens ging das nicht mehr. Da konnte ich hier nichts mehr reinmachen, ne? Oder liegt das jetzt daran, weil die Sachen schon da drin sind? Könnte eventuell sein. So, das ist hier alles Holz. Die Kiste machen wir mal runter. Können wir die gleich irgendwo hinsetzen. Das weg. Ach Moment, das Metall kommt da nicht rein. Das war hierbei wertvoll, ne? So, haben wir noch eine Kiste übrig. Die stellen wir dann direkt hier oben hin. Darum. Und hier machen wir mal Bären. So. Schauen wir mal gerade, da ist auch, doch hier ist noch Fleisch drin. Können wir mal eins essen von. Wie schwer ist denn das Zeug hier? 1,2 oder was? Okay. So. Na dann würde ich sagen, wir gehen mal nochmal gerade was trinken. Dann hauen wir noch hier so ein bisschen Holz ab. Da vorne ist auch wieder so ein Schimmer. Ach, da kommt so ein Ding runter. Oh, das hätte ich ja gern. Aber ich sehe das schon kommen. Wenn ich mir das jetzt holen gehe, dann sterbe ich da drüben. Dann sterbe ich da auf dem Weg dahin. Da ist ein Raptor. Da auf dem Stein, genau vor uns. Oder irgendwie so ein kleines fleischfressendes Vieh. Geht er wieder zurück. Der ist friedlich.
Was war denn das? Ich glaube, der Vogel ist einfach nur von einem Fisch angegriffen worden, ne? Kann das sein? Wenn man wüsste, wie lange dieses Ding da bleibt. Muss das auch hier mitten im Wasser stehen. Level 25 erforderlich. Scheiße. Okay, nix wie weg hier. Also nehmen wir noch ein paar. Dann müssen wir ein paar Bäume umkloppen. Nix, nix. Hätte ich das mal vorher gewusst mit dem Level 25. So ein Mist, ey. Dann besorgen wir halt Holz, ne? Auch gut. So, Level up. Das ist doch sehr gut. Gucken wir mal, dass wir schnell nach Hause kommen. Kann man eigentlich die Steine hier kaputt machen? Ah ja, Tatsache. Da kam gerade Öl raus. Da könnte auch Öl drin sein. Da sind so schwarze Kleckse drauf, ne? Oder Eisenerz, oder was ist das? Okay. Weiter nach Hause. Ja, da sieht man schon, wie die Sonne sich bewegt, ne? Mir ist kalt. Wieso ist mir denn kalt? So, machen wir mal hier. Inventar öffnen. Wie viel Holz ist denn da noch drin? 14. Dreimal Kohle. Okay. So. Dann lass uns mal schnell skillen. Einen Punkt haben wir. Ich würde sagen, wir machen mal nochmal Gesundheit. Ja. So, wir haben 24 Punkte. Das ist perfekt. Wir machen den Bogen. Wir machen die Pfeile. Parasaur-Sattel. Ist das der, den wir brauchen? Der war ein Fomia. Ich weiß nicht, wo die Fomias sein sollen oder wie die aussehen. Parasaurier sagt mir was. So, überspringen wir den, wenn wir den nicht brauchen. Haben wir noch 2 Punkte übrig. Können wir damit noch irgendwas machen? Nö. Sieht nicht so aus. So, jetzt kommen nämlich hier schon die Wood Foundations und so Geschichten. Deswegen brauchen wir hier bei unserer ersten Bude. Da müssen wir nicht unbedingt viel bauen. So, okay. Reparieren. Reparieren. Die reparieren wir auch noch. So, dann war hier Holz und so. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal hier wegen dem Bogen. Da fehlen uns Fasern. Okay. Falsche Kiste. Fasern. Nee, das sind Fasern. Und dann bauen wir uns gar nichts. Weil wir viel mehr Fasern brauchen. Mist. Dann können wir nochmal hier rupfen gehen. Da kommen nur Bären raus. Ab und zu mal ein paar Fasern. Na, hier kommt ein bisschen mehr raus. Okay.
haben wir jetzt echt erst 42 Fasern? Ne, 169. Okay, er zählt irgendwie komisch. Und wir haben jede Menge Beeren, das ist gut. Die braucht man ja, wenn wir Dinosaurier zähmen wollen, dann brauchen wir vor allen Dingen diese Narkosebeeren, die Narcoberries da. Die brauchen wir dann auf jeden Fall. So, jetzt aber einmal den Bogen und Pfeile alle herstellen. 16 Stück. Und dann fehlen uns für die Pfeile Feuersteine, ne? Okay. So. Tingeln wir mal nach Hause, uns ist sowieso kalt. Erstmal die Beeren wegmachen. Den Bogen darunter. Und da ist Nahrung, da kann das vergammelte Fleisch rein. In die Wertvollkiste machen wir mal hier das Metall. Da war noch gar nichts drin. Das war die Steinkiste. Was brauchen wir für die Pfeile? Tracken. Auf jeden Fall keine Steine. Ne? Das heißt, die können wir rausmachen. Und das essen wir mal. Dann geht es uns wieder gut. Wir brauchen auf jeden Fall Feuerstein. So. Wir gehen uns nochmal voll trinken. So, was duster hier, mein lieber Mann. So, Feuersteine brauchen wir. Ich hoffe, jetzt kommt kein Fisch an hier. So. Da ist ein Dodo rechts neben mir. Irgendwo da muss ein Dodo sein. Das habe ich gerade gehört. So, wir können jetzt leider nicht schlafen oder so irgendwie. Ein bisschen blöd. Aber ich will auch nachts, ehrlich gesagt, nicht hier draußen sein. Die Tür sieht man irgendwie schlecht. So, Herstellung. Pfeile, da fehlen uns Fasern und Stroh. Fasern, Stroh, Herstellung, Pfeile, alle herstellen. 24 Stück. So, da geht's uns erstmal ganz gut. Können wir uns nicht beschweren. Wir haben Pfeile. Das ist voll okay. Kommen wir mal noch ein paar von den Beeren da rein. So, die machen wir mal noch hier weg. Dann haben wir da noch Metall gefunden. Holz machen wir weg. Und den Stein machen wir auch noch weg. So. Sehr schön. Das Gute bei dem Spiel ist, es ist nachts relativ hell. Was brauche ich denn, wenn ich mir so eine Standfackel herstellen will? Feuerstein, Stein und Holz und Stroh.
nochmal eine. Haben wir ja noch 53 Feuersteine. Könnten wir ja noch Pfeile machen, ne? Nehmen wir Fasern. Alle herstellen. So. Perfekt. Dann haben wir richtig schön viele Pfeile. Das ist sehr, sehr gut. Bauplan Steinfall, der kann weg. Brauchen wir dann nicht mehr. Man kann halt blöderweise die Ressourcen erst rüberlegen, nachdem das Crafting fertig ist, weil der die live hier aus dem Inventar zieht beim Herstellen. Ja, wir können die Fackel schon mal setzen. So, Inventar öffnen. So, 25 Holz rein. So, dann sieht man hier wenigstens was, ne? Holzkiste, weg, 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 weg. Steinkiste, weg. 92 Pfeile. Ja, gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wann steigen wir auf? Ich glaube, da unten rechts dieses Engram-Symbol zeigt uns unser Level an, ne? Ja. So. Jetzt im Dunkeln hier außen rumrennen ist allerdings nicht so cool. Hier wird auch direkt kalt. Aber wir können halt noch nichts anderes machen. Wir haben da zwar noch 2 Punkte übrig, aber... Warte mal. Machen wir hier zu. Können wir den... Achso. Da fehlt uns das Leder für den Sattel, ne? Ist ja klar. Steinschleuder. Da fehlt uns auch Leder. 4-mal Leder für den Wasserschlauch. Ja, der Wasserschlauch ist wichtig. Der wird auch später wichtig. Im Moment hier brauchen wir ihn nicht, weil wir haben ja nur 20 Meter zum Wasser. Wir sind da hinten gerade verschwunden. Habt ihr das gesehen? Da war gerade irgendwas. Ich glaube, das war nichts Kleines. Ach so, das war so ein Flugsaurier. Okay. Da hinten ist auch so ein Schimmer. Das Ding da hinten, das ist wieder weg, ne? Da zu dem Turm müssen wir dann auch mal irgendwann bei Gelegenheit. Sind Leder. Sehr gut. Wie gesagt, man sollte sich hier nicht zu lange aufhalten. Kann schnell in die Hose gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade in dem hohen Gras, ne, da siehst du so einen kleinen Raptor oder so. Oder irgendwie so ein Vieh, was so ähnlich ist. Den siehst du da einfach nicht. Da hast du ruckzuck schlechte Karten. Ja, Level up nehme ich gerne, ne? Den da zum Beispiel. Wenn du den hier im Gras nicht siehst, wenn der plötzlich neben dir steht, dann war es das. Ich hoffe, der kommt nicht hier hin. Ich glaube, wir sind ihm gerade noch so entkommen. So, wir können wieder skillen. Machen wir nochmal Gewicht, wa? 16 Punkte haben wir.
Kochtopf, Holzknüppel, Bola. Die könnten wir ja mal machen. Beziehungsweise kleines Beet wäre natürlich auch ganz cool, ne? Hier kämen dann schon die Wood Foundations. Bola kostet 8, wir haben 16, das kostet 9, das ist ja doof. Aber die Bola wäre vielleicht nicht verkehrt. Wenn wir die jetzt herstellen, wo ist denn der Teil? Da fehlen uns nur Fasern und Stroh. Ich glaube, die Fasern reichen nicht, ne? Ja, Stroh reicht nicht. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Mal bauen. Was ist denn hiermit? Hm. Ist so krass, ne? Also von der Grafik her, das Spiel, ey. Sieht schon übel gut aus, ey, muss man wirklich sagen. So, wir haben eine Bola. Mit der können wir dann schön hier mal ausprobieren. Der schmeißt die ganze Bola weg. Okay, hätte ich immer besser nicht ins Wasser geschmissen, war. Scheiße. Ach so, okay. So ein Teil ist, okay, jetzt hab ich die Bola mit einer Steinschleuder verwechselt. Die Bola wirft er ja komplett, bei der Steinschleuder wirft er ja nur den Stein aus der Schleuder. Okay, wir haben die Bola gerade im Fluss versenkt, das hat ja richtig gut geklappt. Geil. Sowas kann nur mir passieren. Ah, da draußen wird wieder geangelt. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Ich mache noch gerade hier das Inventar leer. Das kommt da rein. Das. Ne, Beeren haben wir keine. Das Fleisch machen wir mal hier rein. Beziehungsweise wir machen das Fleisch direkt ins Feuer, aber. Macht doch irgendwie mehr Sinn. So. Feuer entzünden. Das hier wäre dann unsere Nahrung. Ja, das kann ich auch im Inventar lassen. Dann machen wir die Steine noch da rein. Und hier das allgemeine Zeug. So, 20 Fälle haben wir. Besser gesagt, 20 mal Leder. Und den ganzen Rest, da kümmern wir uns drum, wenn es wieder hell ist, würde ich sagen. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns nächste Folge nochmal wieder. Macht's gut, bis denn. Tschüss.